Willkommen zurück zu Let's Play Town of Light. The Town of Light. Nicht irgendeine Lichtstadt, sondern die Lichtstadt. Und wir haben immer noch die Aufgabe, die arme kleine Charlotte hier, irgendwie, irgendwo, ja, es ihr behaglicher und wärmer zu machen. Wir sollen hier, ja, irgendwas finden, um sie wärmer zu machen. So richtig, ich habe dieses Buch, guck dir das mal an hier, diese, boah, überlegt, dass früher die Leute tatsächlich so auseinandergenommen wurden, um diese die Bilder sind eigentlich irgendwie entstanden. Da sind Leute aufgeschnitten worden, aber Leichen natürlich, aber meine Güte, okay. Wir haben hier einen Hammer, das können wir mit dem können wir nichts machen. Wir haben hier mehrere Tinkturen, die haben wir uns alle schon mal angesehen. Und hier in den Schubladen war meines Wissens auch nichts von Belang. Wir müssen jetzt irgendeine Möglichkeit finden. Zigaretten? Zigaretten und Streichhölzer. Ich könnte ihr was anzünden, dann wird der Charlotte auch warm. Okay, schau mal, wo könnten wir es ihr denn warm machen mal? Ich habe ja schon versucht, sie in die Sonne zu stellen. Hier irgendwo. Hier vielleicht? Ist es da vielleicht warm? Ich sie da ins Licht stelle. Oh, schwer diese Geräusche nebenbei. Das ist, macht mich schon fertig. So, Charlotte, wollen wir dich mal hier wegfahren? Weiterfahren? Machen wir es dem Püppchen mal warm. Ich weiß, es ist kein Gruselspiel. Trotzdem gruselt mich dieses Spiel. Das ist so... Es gruselt mich einfach. Es gruselt mich. So, gucken wir, fahren wir mal hier. Hast du gesehen? Die Kälte lässt nach. Das Licht, die Wärme. Wir dürfen es tun, die Kälte lässt nach. Das ist nicht verboten. Jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. Okay, H, um Hilfe zu erhalten. Okay. Ah, jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. Was haben wir denn hier? Chirurgische Instrumente. Oh Gott, ey. Das ist... Ich weiß, es ist nicht gruselig, aber es ist gruselig. Vor allem steht sich hier, das ist nicht der Röntgenapparat. Was ist das hier für ein, weiß ich, was das für ein Apparat ist jetzt hier? Jetzt können wir in die Abteilung, der alles begonnen hat. Ist das hier? Hier ist es verschlossen. Ah, das war unten. Richtig. Das war unten. Schauen wir unten doch mal rein, lang. Wir sind im Fahrstuhl hochgefahren, den können wir eigentlich hier mal dicht machen. Wir gehen zu Fuß. Ihr wisst ja, jeder Gang macht schlank. Mir würde es mal gut zutun, wenn mein Magen so langsam aber sicher, also mein, was heißt mein Magen? Mein Bauch. Mein Bauch wird langsam aber sicher doch mal größer und größer und größer. Das ist nicht schön. So. Ich höre schon wieder Geräusche. Das soll, glaube ich, so, dass ich diese Geräusche höre. Hilfe! Okay. Okay. Funzel. Wieso habe ich meine Taschenlampe nicht mehr? Das gefällt mir nicht. Kann ich jetzt wieder... Okay, ich kann mich nicht bewegen, außer zu laufen. Oh, ich kriege gerade schon wieder eine Gänsehaut. Das darf nicht wahr sein. Das ist zu gruselig für mich. Ich will hier nicht rein. Das ist kein Gruselspiel, das ist kein Gruselspiel, das ist kein Gruselspiel, das ist kein Gruselspiel, das... Und gleich kommt sie hier. Like what? Was? 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 Was geht hier ab? Ach du Heiliger, dieses Wabern im Ohr. Okay, jetzt geht's gleich... Da lang. Boah, das ist so surreal gerade. Das ist so extrem surreal. Oh, mich schüttelt's. Mich schüttelt es. Okay, jetzt kommen wir hier in einen Raum. Rot erleuchtet. Wir müssen anscheinend... Oh, ich habe die Orientierung verloren. Ich habe sowas von die Orientierung verloren. Jetzt sag mal, das ist kein Gruselspiel. Das ist ein Gruselspiel. Ah, Hilfe. Town of Psycho, aber richtig Psycho hier gerade. Wow. Weil ich kann ja auch so nichts machen. Ne? Ich kann hier nur langlaufen. Es ist alles tierisch hell. Ich sollte vielleicht doch mal Gruselspiele, Horrorspiele machen. Okay, da scheint es zu Ende zu sein. Ich gehe nicht ins Licht. Gehe nicht ins Licht. Als ich das Licht ausgemacht habe, wurde es nicht dunkel. Es war etwas unbeschreiblich Großes, Grenzenloses. Ein Licht.
Licht, das erbarmungslos blendete. Ja, das stimmt. Ich war 16 und hatte Angst, immer Angst. Eine Angst, die mich langsam kaputt gemacht hat. Ich brauchte Hilfe, aber ich konnte nicht sprechen. Alles machte mir Angst, auch das Denken. Sie haben mir gesagt, sie würden mich an einen Ort bringen, wo ich keine Angst mehr haben würde. Wo ich mich besser fühlen würde. In meinem Inneren habe ich aufgehört zu leben. Sie haben mich weggeschleppt und mir alles, alles vom Leib gerissen. Ich habe versucht zu erklären, was in mir vorging. Sie haben mich tagelang ans Bett gefesselt. Ich war mit meinen Albträumen allein. Das war keine Angst mehr. Das war Wahnsinn. Und wenn du wahnsinnig bist, existierst du nicht mehr. Okay, jetzt sind wir anscheinend in der Vergangenheit, 1912. Sie ganz allein in dieser Hölle. Fast wäre ich wie alle Verdammten hier gestürzt. Aber Sie und Ihr Lächeln haben mich am Leben gehalten. Heidewitzka. Jetzt sind wir wohl wieder in der Gegenwart, also 2016, Kapitel 3. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Es ist Nacht geworden in Volterra. Es ist Nacht geworden. Wir sind, ja, anscheinend sind wir hier eingeschlafen. Okay, ist nichts passiert. Dieses Spiel nimmt mich so mit. Ich habe schon bei, wenn ich überlege, so hier, wie hieß es, Dead Synchronicity, ist so ein ähnliches Kaliber gewesen. Es hat mich auch so extremst hier mitgenommen. Meine Güte, okay, raus hier. Die Tür ist mit einem Schlüssel von außen abgesperrt. Ja, und jetzt? Können die Türen nur von außen geschlossen und geöffnet werden. Was? Wie soll das denn funktionieren? Und, was? Ach du Heiliger. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Was? Wer rennt da gerade weg? Was in drei Teufelsnamen? Das darf nicht wahr sein. Wer hat uns denn jetzt hier eingesperrt? Da kommen wir nicht rein. Wer war das? Was? Was? So wie, was? Auch versperrt. Hier ist alles versperrt. Hier komme. Hier kann man nicht raus. Die einzigen, die rauskamen, waren die Toten. Wow. Okay. Ist alles gut. Ich werde heute Nacht Albträume haben. Ich freue mich drauf. Ja, und ihr sitzt da und denkt so. Dieses Weichei. Wie kann man hier nur solche Angst haben? Das ist ein harmloses Spiel. Was haben wir hier? Schwesternzimmer. Sala Infermieri. Kommen wir ins Schwesternzimmer rein? Auch nicht. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade. Was? Da ist kein Punkt. Du bist hier. Da sind wir. Okay. Erdgeschoss hier. 13 Schwesternzimmer. Wir sind hier gerade. Da sind wir vorhin. Das würde ich vorhin in die. Nee, hier war Elektronik. Da ist der Eingang. Wir sind hier. Okay. Da kommen wir. Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir können hier links und rechts noch vorbeigehen zu 11 Toiletten. Okay. Toiletten interessiert mich jetzt nicht so sehr. 10 Speisesaal. Okay.
Ist da vielleicht hinten drauf irgendwas? Nee, hinten drauf ist nichts. Okay, hier geht's links und links und rechts. Da, nee, da geht's nur an einer Seite lang. Okay, Speisezimmer und Toiletten. Kann ich das Licht anmachen? Na, immerhin. Gehen wir noch kurz hier weiter. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist der Speisesaal. Der gruselige Speisesaal. Ich sage, das Spiel ist gruselig. Ich postuliere jetzt für mich, dieses Spiel ist gruselig. Psycho, ich bin nicht gemacht für sowas. Aber wirklich gar nicht. So, was haben wir hier? Hier ist nichts. Ich meine, ich erwarte nicht, dass jetzt hier einer aus der Ecke gesprungen kommt und irgendwas macht, aber... Habe ich nicht eine Taschenlampe? Ja, das ist auch mal eine Funzel. Das ist doch... das ist ein Innenhof. Ach du Heiliger. Okay, hier gibt es kein Licht. Ich habe Angst. Ich gebe es offiziell zu, ich habe Angst. Ja. Wieso kann jetzt nicht Tag sein? Wieso? Wieso in drei Teufelsnamen kann jetzt nicht Tag sein? Hier ist das Schwesternzimmer, da kommen wir aber nicht von hier, dieser Seite auch nicht rein. Ich hatte vielleicht gehofft, hier irgendwie hier hochklettern zu können. Jetzt macht ihr im Haus komische Geräusche und ich erschrecke mich. Mann, hör auf damit. Muss das denn sein? Weil hier ist so gesehen erstmal nichts. Keine Surprise-Leiche, kein Clown, der Meinung ist, hey, hallo. Nee, aber Clowns würden in diesem Spiel auch, glaube ich, nicht passen. Okay, gehen wir wieder rein. Hier scheint nichts zu sein. Oder ich habe was übersehen. Okay, ich mache mal die Tür zu, so just for the lols. Türchen zu. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Fenster. Kurz durchlüften, als ob man nicht genug frische Luft durch diese löchrigen Fenster kriegen würde. Da ist genug frische Luft da. Okay, hier kann man nochmal Licht anmachen. Dankeschön. Oh, wenigstens ein bisschen Licht. Okay, da sind Toiletten. Hier auch. Hier sind die Pissoirs. Oh, ist das appetitlich. Nicht appetitlich. Okay, hier noch irgendwas? Nein. Hier ist auch nichts. Der funktioniert sogar noch, obwohl er nur noch halb an der Wand hängt. Was ist das zerbrochene? Ich hoffe, das ist zerbrochenes Ton oder sowas und nicht irgendwas anderes. Ich hoffe sehr, dass das nicht irgendwas anderes ist. Okay. Okay. Alles tut die hier. Ist alles gut. Es gibt nichts. Ich sehe immer Leichen hängen. Okay, das hier waren mal Spülkästen. Es war einmal der Spülkasten. Da war mal eine Toilette. Ach, das sind diese, oh, diese Ekeltoiletten, wo du dich mit links und rechts mit den Füßen draufstellst, dich hinhockst und dann einfach ins Loch kackst. Igitt. Da liegt eine Tür. Und hier, das ist wahrscheinlich die Angestellten-Toilette. Das ist dann was Vernünftiges hier. Ja, bah, igitt, ey. Okay, da gibt's nichts zu sehen. Da waren wir schon. Dann kommt hier nur Gruselraum Nummer 3. Gruselraum Nummer 3. Hier haben wir Abstellkammer, aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay, kurz mal schütteln und weiter geht's. Ich höre Geräusche. Ich mag Geräusche nicht. Ich mag sie gar nicht. Okay, hier ist... Das soll wahrscheinlich eine Badewanne sein. Es sieht aber wahrscheinlich... Sieht eher aus so... Mit Badewanne in der Mitte und so sieht eher aus wie so ein Folterraum, ey. Okay, aber hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Okay. Ich hätte gedacht, dass wir was finden. Okay, dann müssen wir wohl ins Speisezimmer. Auf ins Hardcore-Speisezimmer. Und Geist von links. Nein, Geist von rechts. Das war falsch herum. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Gänsehaut, jetzt schon wieder. Was soll das? Spiel! Warum tust du das? Tür zu. Damit ich nicht flüchten kann. Sonst flüchte ich. Hallo Charlotte im Licht. Die Puppe wird gleich lebendig. Die wird gleich sowas von lebendig, diese Puppe. Okay, hier hat jemand sein
Tellerchen leer gelassen. Das Schneewittchen war hier. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Okay, da hinten komme ich nirgendwo hin. Ich befürchte, ich muss zu dieser Creepypuppe gehen. Hallo, Creepypuppe. Okay, nächster Flashback. Schön. Heidewitzka, ey. Speisesaal-Flashback. Boah, ich möchte nicht in so einer Anstalt leben, wisst ihr das? Kein Stück. Wo ist die Dame? Okay, ich kann mich bewegen. Boah. So richtig Psycho. Ist die gerade... Hat die gerade mit mir gesprochen? What the hell? Okay, nicht so Oh, er hat meine Puppe. Hilfe! Okay, wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht... Die lassen mich nicht durch. Sorry, Entschuldigung, darf ich bitte durch? Okay, hier gibt es anscheinend nichts zu sehen. Die lassen mich wieder nicht durch. Da hinten komme ich auch nicht durch. Okay. Oh, schrei doch nicht so. Das tut doch weh. Alter, ey. Okay, wieso hat er meine Puppe? Gib mir meine Puppe zurück. Und wieso bewege ich mich jetzt gerade so langsam? Das gefällt mir nicht. Er rennt weg. Hey, stopp! Stopp, halt aus! Bleiben Sie stehen! Weg ist er. Ich hab's geahnt. Kann ich die Funzel anmachen? Nein. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Jetzt gehen wir. Ach, wir kriegen ja zu den Toiletten. Oh Gott, nein, ich will nicht zu den Toiletten gehen. Ich will nicht zu den Toiletten gehen. Ich soll wahrscheinlich da lang gehen, aber ich will nicht. Da darf ich nicht rein. Okay, ich muss zu dieser Gruselbadewanne. Ich muss zu der Gruselbadewanne. Ich will nicht zu der Gruselbadewanne. Nein, 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 nein. Ich will nicht zu dieser Gruselbadewanne. Nein, 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 nein. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ich will duschen. Ich will duschen, ich will nicht in die Badewanne. Ich dusche, danke, danke, ich dusche, danke. Hi, dusche. Ich will nicht in diese Badewanne. Nein, 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 nein. Oh, warum? Warum denn? Jetzt werde ich... Er hat gelacht, schwer geatmet, an mir rumgesabbert. Er hat mich angefasst und mir dabei wehgetan. Ich hatte das Gefühl, mit einem lauten Krachen zu zerbrechen, in Stücke gerissen zu werden. Ich fühlte mich schwach, krank, falsch, schmutzig. Ich konnte Charlotte umarmen, während er... René gehorchte. Er war der Herr über das Reich des Lichtes. Das Böse, das ich begangen hatte, verschlang mich. Ich erbrach und fühlte, wie die Höllenquallen immer näher kamen. Mein Gott, diese Visiten. Sie sagten, es wäre etwas in mir, das sie herausgeholt hätten. Mein Gott. Wow. Einfach nur wow. Diese Story, ey. Aber oh, das ist echt nichts für schlechte Eltern. Meine Güte, ey. Wow, gut. Ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Town of Light. Harter Tobak. Richtig harter Tobak hier. Das ist nicht von schlechten Eltern. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.